Hallo, ich darf Sie wieder begrüßen zu meinem Kanal Psychoanalyse und Philosophie und würde heute ganz gern im Rahmen der psychoanalytischen Krankheitslehre in der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie etwas weitermachen und würde heute gerne einen Begriff zunächst einführen, der bis zum derzeitigen Moment der Reihe psychoanalytische Krankheitslehre noch keine Bedeutung hatte, und das ist der Begriff des Selbst. Wir hatten ja schon in unterschiedlichen Clips den Begriff des Ichs uns angeschaut, das Ich als Instanz des zweiten topografischen Modells bzw. des Strukturmodells, das von 1923 an Freud in das Ich und das Es beschrieben hatte. Und nun kommt es zu einer Entwicklung in der psychoanalytischen Wissenschaft. Die Nazis vertreiben viele jüdische Psychoanalytikerinnen und diese wandern in unterschiedliche freie Länder aus und viele fanden ihre spätere Heimat auch in den Vereinigten Staaten und organisierten sich in den Zentren wie New York oder wie Chicago. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zur Entwicklung bzw. zur Forcierung der sogenannten Ich-Psychologie, die sich vor allem mit dem Thema des Ichs im Instanzmodell, den Abwehrmechanismen, aber auch anderen Ich-Funktionen auseinandersetzte. Im Laufe der Zeit kam es in dieser Strömung zu einer Art Fragmentierung des Ichs, dass immer mehr Ich-Aspekte unterschiedlich behandelt wurden. Und dies rief nun Heinz Gohut auf den Plan, einen in Wien geborenen österreichischen Psychoanalytiker, der auch von den Nazis vertrieben wurde und in Chicago später landete. Und Heinz Kohut sah diese Entwicklung kritisch und veröffentlichte erst relativ spät in den 70er Jahren seine maßgeblichen Schriften zum Selbst und zum Selbstempfinden, die er vor allem aus der Arbeit mit narzisstischen und schwerer gestörten Patientinnen gewann. Und Heinz Kohut hat in diesem Sinne eine Art Defragmentierung der Psychoanalyse durchgeführt, dass er das zersplitterte, das fragmentierte Ich durch eine andere Konstruktion ersetzte und diese nannte er das Selbst. Das Selbst ist eine dem Ich übergeordnete und das Ich umfassende Einheit. Es ist ein Konstrukt und es wird vor allem durch die Begriffe des Selbstempfindens und der Selbststruktur bestimmt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch hinzuweisen, dass das Selbstempfinden, also das Empfinden des Selbst, ein primäres Organisationsprinzip darstellt. Das Selbst ist eine Struktur, die das primäre Erleben in seiner Ursprünglichkeit organisiert hat und sich sehr weit auch in die Entwicklung vorandrängt. Und Ich und Selbst sind in diesen Konstrukten getrennt. Und zwar, warum sind sie getrennt? Nicht mehr das Ich wird im Rahmen der narzisstischen Störung besetzt, sondern das Selbst als organisierendes Prinzip. Also wir haben es von einer Entwicklung von einem Ich zu einem Selbst. Wichtig ist in diesem Zusammenhang natürlich der Ansatzpunkt Heinz Kohut, der von frühen Spiegelungserfahrungen ausgeht, die in der frühen Kindheit, im Säuglingsalter, in der Mutter-Kind-Dyade, das heißt in der Beziehung zwischen Mutter-Kind, entsteht. Das Kind hat ein ursprüngliches Bedürfnis, von seiner Umwelt gespiegelt zu werden, in seinen Empfindungen, in seinen Wahrnehmungen, später auch in seinen Gedanken. Und diese Spiegelung in einer möglichst zureichenden Mutter-Kind-Beziehung garantiert die Entwicklung eines stabilen Selbst, dass sich ein Selbst entwickelt, das stabil und kohärent sich im Laufe des Lebens zeigt.
Gut, und jetzt haben sich einige Forscher auch mit der Entwicklungspsychologie des Selbst auseinandergesetzt. Also wie entsteht das Selbst, wie reift es, wie kommen stabilere Selbstzustände zustande. Und es gibt jetzt unterschiedliche Forscher zu diesen Themen. Auf der einen Seite Lichtenberg, auf der anderen Seite Mahler und McDewitt und Daniel Stern, und mit Stern wollen wir uns ein wenig mehr beschäftigen. Daniel Stern ist ein maßgeblicher Säuglingsbeobachter, also eine Art und Weise, sich der Psyche zu nähern über die direkte Beobachtung von Säuglingen in der frühen Entwicklung. Und im Gegensatz zu vielen anderen Psychoanalytikern hat er eine experimentelle Situation gewählt, um die Neugeborenen und die Säuglinge zu untersuchen. Also sein Wissen entstammt weniger aus klinisch-praktischen Erfahrungsmomenten, sondern eher auf experimentellen Situationen. Und Daniel Stern wählt nun den Begriff des Selbst, um ihn in eine Art Entwicklungspsychologie einzubetten, und die würde ich Ihnen gern schildern. Stern beschreibt nun verschiedene Entwicklungsstadien bzw. Formen des Selbstgefühls. Es ist jetzt nicht so in diesem Modell, dass ein Entwicklungsstadium das andere ablöst, sondern dass diese Selbstgefühle aufeinander aufbauen und jeweils das vorhergehende auch wieder integrieren. Und zunächst bestimmt Stern den Entwicklungszustand bzw. Phase des Auftauchenden des Selbst, des Emerging Self. Und das ist an den zweiten bis dritten Monat gebunden, in denen es dann abgeschlossen ist, und es wirkt eben bis zum Lebensende. Und was ist das Auftauchen des Selbst nun? Ich will kurz ein Zitat von Stern bringen. Er schreibt: Das Berühren eines Objektes kann visuelle Identifikationen des Objektes, ohne es je gesehen zu haben, erlauben. Also Stern vertrat die These, dass Säuglinge eine Art präformierte Fähigkeit haben, eine angeborene Fähigkeit haben, Integrationen herzustellen und auch bereits mit dem Bedürfnis sowie der Fähigkeit geboren zu werden, abstrakte Repräsentationen aus primären Wahrnehmungseigenschaften zu extrahieren. Also die Berührung, die der Säugling mit einem Objekt macht, führt zu einer Art Vorstellung, die er der Wahrnehmung nachfolgt. Also wir haben zunächst ein taktiles Berührungserlebnis, und aus diesem taktilen Berührungserlebnis macht Stern die Hypothese, dass wir eine Art Wahrnehmung, auch eine optische Wahrnehmung, entwickeln, und diese Möglichkeit zur Entwicklung dieser optischen Wahrnehmung ist präformiert, ist philosophisch gesprochen a priori, ist vor der Erfahrung, ist eine Eigenschaft des Säuglings, dieses auftauchende Selbst auch zu entwickeln. Wir sind also in einer sehr frühen, in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung, und wir kommen nun aus dem auftauchenden Selbst zu einem Kernselbst, einem Core Self, wie Daniel Stern das nennt, und dieses entwickelt sich ab dem dritten bis siebten Monat und wirkt bis zum Lebensende. Und was beschreibt nun Stern in diesem Kernselbst? Er spricht ja von den vier Invarianzen, die das Kernselbst als Erleben voraussetzt. Und das erste ist die Selbsturheberschaft. Und das ist ein schönes Beispiel, das es plastisch macht, dass ich zum Beispiel erlebe, dass es dunkel wird, wenn ich meine Augen schließe. Also ich bin selbst Urheber eines Verhaltens, das zu einer Konsequenz führt, und zwar die Konsequenz der Dunkelheit. Aber ich bin der Selbsturheber. Dann die zweite Invarianz ist die Selbstkohärenz. Das heißt, dass das Empfinden, ein körperliches Ganzes als Handlungszentrum zu sein. Also ich mit
meiner Person mit meinem körperlichen Ganzen bin Handlungszentrum meiner Welt. Also ich stehe im Zentrum. Die dritte Invarianz ist die sogenannte Selbstaffektivität. Da geht es darum, dass das Leben immer wieder durch die Empfindung bzw. das Erleben ähnlicher Gefühlsqualitäten voranschreitet. Also ich kann immer wieder Ähnliches spüren. Die Trauer begegnet mir häufiger in meinem Leben und da spricht Stern von der Selbstaffektivität. Wir können auch noch die Selbstgeschichtlichkeit als vierte Varianz erleben und da geht es darum, dass das Sein fortwährend ist, dass es erlaubt, sich zu verändern, aber dass das Selbst selbst auch in sich identitär ist, dass es eine Konsistenz und eine Kohärenz mit sich bringt. Nun folgt die nächste Phase und die beschreibt Stern mit dem Begriff des subjektiven Selbst. Sie beginnt ab dem 7. bis 9. Monat und dauert bis zum Lebensende. Und das subjektive Selbst bzw. das intersubjektive Selbst wird aus häufigen Episoden mit Bezugspersonen extrahiert und aus diesen Episoden bilden sich sogenannte innere Arbeitsmodelle und es wird im Laufe der Zeit vermehrt auf Arbeitsmodelle zurückgegriffen, die am besten die Episoden zusammenfassen und die auch eine Funktionsfähigkeit haben. Eine Person kann zum Beispiel das Arbeitsmodell über sich selbst haben, dass sie davon ausgeht, dass das durchschnittliche Objekt liebevoll reagiert, stolz auf Erfolge ist und bei Misserfolgen unterstützend reagiert. Ein solches Modell würde sich immerhin als Urvertrauen abbilden. Also wir haben ein inneres Arbeitsmodell, das wir aus den frühen Beziehungen erworben haben, in dem sich unterschiedliche Episoden zusammenfassen und das im Laufe des Lebens immer wieder Anwendung findet. Nun geht es in der Phase des subjektiven Selbst, dieser dritten Phase, auch darum, das Subjektive vom anderen zu trennen, also die Möglichkeit zu unterscheiden, was ist meines und was ist deines. Und diese Unterscheidung summiert bzw. beschreibt Stern mit folgenden drei Elementen. Das erste Element wäre die amodale Wahrnehmungsfähigkeit, das zweite sind die Vitalitätsaffekte und das dritte ist das Affekt-Attunement, auf das ich kurz eingehen will. Das ist ein Begriff, den Stern ins Spiel gebracht hat. Es geht darum, dass es in der Beziehung zwischen Mutter und Kind zu einer Art Tuning kommt, indem es zu einem gleichmäßigen, gleichförmigen, rhythmisch aufeinander abgestimmten Verhalten, das oft auch vorsprachlich sein kann, oft auch im Spiel erfahrbar wird. Also das zusammen miteinander zu spielen, zu wippen, den anderen als lebendigen Körper zu spüren und diese Bewegungen und freudige Gestimmtheiten werden beim Kind oft auch in Lauten bemerkbar und dieses Teilen des inneren Zustandes, dieses Attuning bewirkt das Herstellen von Gemeinsamkeiten über spielerische Interaktion auf einer amodalen Ebene. Also über das gemeinsame Wippen, die Bewegungsformen, wird etwas hergestellt, was auch einen inneren Zustand zwischen dem anderen und mir konstituiert, was aber gleichzeitig auch Möglichkeiten bietet, mich vom anderen abzugrenzen. Ab dem 15. bis 18. Monat entwickelt das Kind eine neue subjektive Repräsentationsform und die vor allem mit einem Weltwissen zusammenhängt, das antizipieren kann, das partizipieren kann und das es möglich macht, dass Sprache symbolisieren kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.